Ihr werdet schon manche Streiche von dem Berggeist im Riesengebirge gehört haben. Ihr habt auch gewiss erfahren, dass er jedem, der ihn mit dem Spottnamen Rübezahl benannte, einen tüchtigen Schabernack antat. Wie ihr dieses auch in der hübschen Jugendschrift Rübezahl, der Geist des Riesengebirges, bearbeitet von R.J. Anders nachlesen könnt. Einen Streich aber, den der Berggeist vor nicht allzu langer Zeit gespielt hat, findet ihr auch dort nicht. Das weiß ich. Und darum will ich ihn euch erzählen. Erstes Kapitel: Ein schlechter Führer. Es war einmal ein schöner, warmer Frühlingsmorgen, als aus dem Städtchen Hirschberg eine große Gesellschaft Herren, Damen und Kinder eine Lustpartie zu wagen durchs Riesengebirge machte. Man hatte beschlossen, wo die Straße es zuließ, zu fahren, wo das unmöglich war, zu Fuß zu gehen. Früh um 6 Uhr hatte man sich auf den Weg gemacht und hielt jetzt, es mochte 9 Uhr morgens sein, am Fuß einer Waldhöhle still, um zu einer schönen Bergaussicht zu gelangen. Einer von der Gesellschaft, ein Student, hatte sich zum Führer angeboten. »Ich kenne hier jeden Weg und Steg, jeden Strauch und Stein«, sagte er. »Sie glauben es gar nicht, was ich für einen merkwürdigen Ortssinn habe. Sie können sich darauf verlassen, wo ich nur einmal im Leben gewesen bin, da will ich mich nach 10 Jahren, trotz der alten und neuen Nebenwege, fast im Schlaf zurechtfinden. Und wenn Sie den Rübezahl selbst als Führer annehmen wollten, der könnte Sie nicht so führen wie ich.« Einige Damen hatten aber nicht so recht das Vertrauen zu seiner Führung. Sie meinten, es wäre doch ängstlich, wenn man nachher den Weg verfehlte, besonders da man gar keinen Mundvorrat mitgenommen hätte. »Gut, so wollen wir den Berggeist rufen«, sagte der Student etwas empfindlich. »Rübezahl, alter Rübezahl«, rief er in die Berge hinein. »Komm und führ uns!« Alles war still ringsum, nur eine Elster auf dem nächsten Eichenbaum schnatterte, dass es wie Lachen klang, und eine runde weiße Wolke guckte wie neugierig über die Berge herüber. »Sehen Sie, der Rübezahl will nicht kommen. Da müssen Sie mich schon als Führer behalten«, sagte der junge Mann. »Aber wie lange haben wir zu gehen?«, fragte eine alte Dame. »Meine Kinder werden leicht müde.« »Oh, nur eine kleine halbe Stunde«, antwortete der Student. »Dann haben wir die Höhe erreicht. Sie werden sehen, eine Aussicht ist da, himmlisch, göttlich. Da überblicken Sie das ganze Riesengebirge in seiner weitesten Ausdehnung. Die Schneekoppe, Heuscheuer, alles in vollster Pracht. Und nur gar die Nähe, unten im Grunde ein paar Dutzend Dörfer. Von den schwarzen Tannenwäldern steigen Rauchsäulen, aus den Kohlenmeilern blau in die Luft. Dazu von allen Seiten Glockenklingen, Kuhgeläute, Hundegebell und Hirtengesang. Und nun erst das Echo da oben. Nirgends in der weiten Welt ist ein Echo zu finden, das die schwierigsten Wörter mit solcher Leichtigkeit nachspricht. Zum Beispiel das berühmte Wort 66 sächsische Schutzwecken. Ruft es 6-mal hintereinander zurück, wenn man es ihm nur deutlich vorgesprochen hat. Singt es denn auch wohl? Fragt ein pfiffiges kleines Mädchen. Nein, singen tut es so recht eigentlich nicht, erwiderte der Student. Aber wenn man den Jägerchor aus den Freischütz da oben annimmt, so ist der Widerhall gerade so, als wenn ein ganzer Tor von Waldhörnern geblasen würde. Und wenn ich meine Pistole in die Berge hinein abfeuere, so gibt das ein Krachen, als ob von jeder Bergspitze ein Donnerwetter ins Tal hineinführe. »Da wollen wir dann doch lieber nicht schießen«, sagte die alte Dame, und ihre Kinder machten schon jetzt so weinerliche Gesichter, als sollten sie beim bloßen Gedanken an den Schuss umfallen. Man kannte zwar den Studenten als einen Erzaufschneider und Windbeutel, aber da er in Breslau studierte und während der letzten Zeit viel im Gebirge umhergestreift war, so vertraute man sich, in Ermangelung eines anderen Führers, seiner Leitung. Der Fußsteg, den er der Gesellschaft zeigte, schien bequem und schattig. Man hoffte in 1,5 Stunden wieder zurück bei den Wagen zu sein. Dazu war die Luft schön und warm, man ließ daher Mäntel und Schirme zurück und trat den Spaziergang an. Voraus schritt natürlich der Herr Studiosus. An seinen Stock hatte er einen Eichenzweig gebunden, den er als Fahne hoch in die Luft schwenkte. Die übrige Gesellschaft, etwa 30 Personen an der Zahl, mussten einen hinter dem anderen ziehen,
Das sah zwischen den dunklen grünen Büschen, zumal da, wo der Weg sich schlängelte, gar bunt und lustig aus. Die jungen Männer und Mädchen sangen allerlei Lieder. Die Kinder, bald voran, bald wieder mitten unter den anderen, stimmten in die Melodien mit ein, suchten Blumen am Wege und liefen den Schmetterlingen nach. Die älteren Herren, ihre Zigarren im Munde, führten gelehrte Gespräche. Und zuletzt kamen die Frauen. Ihre seidenen Kleider wegen mussten sie sehr vorsichtig gehen. Sie waren gleich anfangs etwas verstimmt, denn der redselige Führer machte ihnen viel zu rasche Schritte. Auf ihre Bitten, seinen Eifer zu mäßigen, hörte er gar nicht. Trotzdem ging es sich im Anfang ganz hübsch auf dem anmutigen Wege. Rechts zog sich ein junger Tannenwald mit leichten Birken dazwischen, den Berg in die Höhe, links rauschte unter Erlen ein geschwätziger Bach über farbige Kiesel, halb dunkel beschattet, halb mit den glänzenden Sonnenstrahlen spielend, die auf seinen Wellen wie lichte Flämmchen zitterten. Auch sah man hier und da auf ein freundliches Wiesental herunter. Da stand das Heu in runden Haufen aufgeschüttet und der frische Duft davon wurde von einem leichten Winde heraufgeweht. »Nun, meine Herrschaften«, rief der junge Mann von der Spitze des Zuges, »was sagen Sie? Verstehe ich es nicht, Sie zu führen?« »Reizend, ganz reizend«, riefen die jungen Mädchen. »Entzückend schön«, rief eine Dame, sah aber dabei sehr ärgerlich nach dem Saum ihres seidenen Kleides, woran sie sich eben ein großes Loch gerissen hatte. Nur weiter, mein Lieber«, eiferte ein alter, dicker Herr mit rotem Gesicht. »Je länger hier, je später kommen wir zum Frühstück wieder hinunter, und ich habe gewaltigen Hunger und Durst.« Die bunte Reihe der Gesellschaft zog nun in die tieferen Schatten eines bunten Tannenwaldes hinein. Bald fing die Sache an, etwas unangenehm zu werden. Der Weg war voll hässlicher, spitzer Steine, dazwischen Pfützen und Schlamm. Von den Bäumen hingen an vielen Stellen dürre Zweige mit weißem Moos bewachsen, tief herunter und hinderten die Gehenden. Schwarze, nackte Schnecken schleiften an der Erde fort. »Das sind schlimme Wetter, Propheten«, rief einer in der Gesellschaft. »Ich fürchte, wir bekommen heute noch Regen.« »Ich glaub's auch«, sagte der dicke Herr. »Da unten im Dorfe hört man deutlich alle Hähne krähen.« »Ach, unsere Schirme! Wenn wir nur erst wieder zurück wären«, seufzten die anderen. Plötzlich schrie ein junges Mädchen laut auf, »Um Himmels Willen, nehmt mir die gräußliche Spinne ab, die mir da auf dem Halse herumkriecht!« »Das wird ja immer fürchterlicher«, jammerten die älteren Damen. »Lauter Spinnenweben, man wird ganz davon eingewickelt.« »Ach, die Wespen, die abscheulichen Mücken«, schrien die Kinder, und dabei schlugen sie rechts und links mit den Händen um sich. »Sind wir denn nicht bald oben?«, seufzte bald hier, bald dort einer. »Gleich, gleich, nur noch um jene Ecke, da wird die Aussicht schön freier und in einer Minute sind wir oben.« Das war die stehende Antwort des Studenten auf die immer dringender werdenden Fragen und Klagen. Aber der Weg wurde böser, der Student wurde einsilbiger und zuletzt ging die Schar stumm und still hinter ihm her. Jetzt gelangte man an einen Punkt, wo vier Wege zu allen Himmelsgegenden führten, einer steiniger als der andere. Statt der Blumen wuchsen da nur Disteln und Dornen. Der Student stand still und sah sich um. Alles machte hinter ihm Halt. »Meine Herrschaften«, rief er nach einer Pause, »ich glaube fast, wir haben den rechten Weg verfehlt.« »Nein, das ist abscheulich«, riefen die Damen, »das ist unmöglich.« Die Herren aber brummten und verhöhnten den weisen Herrn Führer, der erst so groß getan hatte. »Aber mein Himmel«, rief dieser, »daran sind Sie allein schuld. Mit Ihrem ewigen Jammern und Seufzen haben Sie mich ganz konfus gemacht.« »Umkehren«, riefen einige, »vorwärts«, die anderen, und nun wurde hin und her gestritten, was zu tun sei. Auf den Studenten wurde gar nicht mehr gehört. Die bittersten Vorwürfe musste er ruhig hinnehmen. Zu dem Ärger und Zank kam jetzt auch noch ein tüchtiger Regenschauer, der alles in größter Aufregung brachte. Man drängte, man stieß sich hin und her, und je mehr man sich drängte und stieß, desto öfter blieb hier ein Kleid an den Dornen hängen, durch ein Schuh im Schlamm stecken, die Kinder weinten, die Eltern riefen sie, und bei all dem kam man nicht vom Fleck und zu seinem Entschluss. Endlich hörte man durch den Lärm aus einiger Entfernung Hundegebell. Man horchte auf
und einigte sich darüber, man wolle nach der Richtung, aus welcher der Schall hergekommen war, in den Wald hineingehen. Da hoffte man doch zuletzt, einen Menschen anzutreffen, der die Gesellschaft aus dem nächsten Wege zu den zurückgelassenen Wagen bringen könnte. In dem Getümmel hatte man selbst den Pfad verloren, auf dem man hergekommen war. Man schritt wieder vorwärts, aber das Hundegebell schien immer in derselben Entfernung zu bleiben. Bald brannte die Sonne, bald kamen neue Regenschauer, und dabei ging es fort und fort durch dichten Tannenwald. Das Nadelholz gewährte gerade sein besonderes Schutzdach gegen den Regen. Schon ermüdeten die kleineren Kinder und mussten abwechselnd getragen werden. Die Kleider der Frauen waren gänzlich durchnässt und mit Schmutz bedeckt, den Männern tropfte der Regen von den Hüten. Und zu allen Plagen gesellte sich noch Hunger und Durst. Zweites Kapitel: Die Wunderterrine. So war man im Ganzen 3 Stunden lang fortgewandert, als der Wald sich endlich lichtete. Bald befand man sich in einem kleinen Talkessel, rings von Klippen und Gestrüpp umschlossen. An der einen Seite einer Bergwand lehnte ein ärmliches Häuschen, hinter hohen Fliedersträuchern. Ihm gegenüber ragte ein Felsblock, gleich einem mächtigen Steintisch aus der Erde. Knorrige Wurzeln mit weichem Moose, wie mit Sandpolstern bedeckt, umgaben diesen Stein im Halbkreise. Uralte Buchen bereiteten ihr schattiges Laubdach darüber hin. Sonst war der ganze übrige Raum des Tales zu einem Gemüsegarten benutzt. Auf sauberen Erdrücken standen in zierlichen Reihen Kohlpflanzen, Rüben und Gemüse aller Art. Auch schien es hier gar nicht geregnet zu haben. Die Sonne lachte freundlich und mild über die Beete hin, aber in den Buchenschatten wehte ein erquickender Wind. Die Gesellschaft brach in einen Ruf der Freude aus, als sie aus dem Dickicht heraustrat, und obgleich die meisten eben noch vor Müßigkeit kaum gehen konnten, stürzte jetzt alles jubelnd den Moosbänken zu und streckte die müden Glieder nach Herzenslust auf den bequemen Sitzen. Erst jetzt entdeckte man das Strohdach hinter den Fliederbüschen. Einige Herren wollten hinauflaufen und die Bewohner des Hauses nach dem Wege zu fragen und um etwas Brot und Milch zu bitten. Aber der Student kam ihnen zuvor. Die Länge nach ins Gras gesteckt, rief er mit lauter Stimme: »Rübezahl, erscheine und deck den Tisch!« Auf den Ruf hörte man im Hause einen Hund bellen. Und gleich darauf öffnete ein alter, kräftiger Holzhauer mit plumpen Gesichtszügen die Tür. Beim Anblick der Gäste zog er mit gutmütigem Schmunzeln seine Pelzkappe. »Was beliebt, meine Herrschaften?« fragte er. Am Anfang war die Gesellschaft doch etwas erschrocken, als der Mann fast gleich nach dem Ruf »Rübezahl« vor sie hintrat. Seine Freundlichkeit aber erweckte bald Zutrauen. Zuerst erkundigte man sich nach dem Wege und wo man denn eigentlich sei. Zur größten Freude aller berichtete der Bauer, dass sie sich gar nicht so weit von den Punkten befänden, wo sie hin wollten. Der großen Müdigkeit wegen beschloss man, doch noch eine Stunde hier zu ruhen. »Unbeständig Wetter heute und garstiger Weg«, sprach der Alte. »Euer Gnaden werden hungrig sein, ich kann's mir schon denken. Vielleicht kann ich mit etwas recht Schmackhaften aufwarten. Wie Sie sehen, habe ich hier vortrefflich Gemüse, wenn's gefällt.« »Nun, Alter, was habt ihr denn?« fragte der dicke Herr mit dem roten Gesicht. »Es wird nicht viel Gescheites sein, vielleicht Brennnesseln und Huflattich oder sonst so etwas Guts, hä?« Der Bauer runzelte die Stirn. »Nu«, sprach er, »so übel wie der Herr davon denkt, ist es auch nicht. Die Herrschaften aus der ganzen Umgegend beehren mich oft mit ihrem Besuch und meine Rüben und Kartoffeln zu essen.« »Die Herrschaften aus der Umgebung«, witzelte der Student, »die euer Gemüse so schön finden, das sind wohl die Ochsen und Schafe da unten auf den Dörfern oder die Esel auf der Mühle, nicht wahr, Alter? Kann sein, dass auch so einer hier einmal herkommt«, antwortete der Bauer mit trockener Miene und ließ sich in seiner Ruhe nicht stören. »Eben heute erwarte ich eine Gesellschaft aus Warmbrunnen. Es hat aber da unten geregnet und da werden sie wohl ausbleiben. Wenn sonst euer Gnaden befehlen, eine Schüssel ist bereits angerichtet. Ich brauche sie nur herzubringen.« »Immer zu«, riefen die Herren, »bringt eure 7 Sachen herbei.«
Die Kinder aber verzogen die Gesichter bei dem Gedanken, dass das Gemüse so schmutzig aussehen würde wie das Haus des Wirts. Der Mann ging in die Hütte zurück und kam bald darauf wieder heraus mit einer großmächtigen, verdeckten Schale. Die stellte er mitten auf den Steinblock vor den dicken Herrn hin. Ihm folgten 6 Knaben, wahrscheinlich seine Kinder. Es waren kleine, dickköpfige Buben mit alten braunen Gesichtern und strohblondem Haar. Sie brachten Salz und Pfeffer, reichten alte Scherben von Tellern herum und legten Löffel und Messer daneben. Freilich war das Tischgerät so rostig und verbogen, schwarz und zerbrochen, dass man oft kaum daran die ursprüngliche Form des Gerätes erkennen konnte. »Ihr seid ihr allerliebste Engel«, rief der Student und kneifte den ersten Jungen in die Backen. »Ist das Silber oder Gold, wovon die Raritäten das sind, die ihr uns bringt?« Der Junge grinste ihn an und sprach kein Wort. »Packt euch, ihr Jungens«, rief der Bauer, »und recht guten Appetit, euer Gnaden.« Damit empfahl er sich und ging in sein Haus zurück. Die Jungen liefen mit wunderlichen, täppischen Gebärden ihm nach in die Hütte und warfen die Tür hinter sich zu. »Nun bin ich doch neugierig«, sprach der dicke Herr mit spöttischem Lächeln, »was für seltsame naturgeschichtliche Produkte wir da zu sehen bekommen.« Dabei putzte er seine Brille mit dem seidenen Schnupftuche ab. »Heben Sie doch nur den Deckel von der Terrine«, riefen ihm die anderen zu. »Es wird doch immer noch zu essen sein.« Der dicke Herr legte die Brille auf, fasste den Knopf am Deckel der Terrine und wollte ihn aufheben, aber der Deckel saß fest. »Das müsste doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ich nicht auf den ersten Ruck den Deckel losbekäme«, rief der Student und drängte sich an die Terrine. Er schob und rüttelte. Der Deckel saß fest. »Aber jetzt passen Sie auf, jetzt muss es gehen«, rief er, ganz rot vor Eifer. »1, 2 und 3. Die Hand glitt ihm vom Knopf ab und schlug mit solcher Gewalt ihm in die Nase, dass sie zu bluten anfing. Aber der Deckel rührte sich nicht. Auch andere versuchten noch ihre Geschicklichkeit daran. Alles war vergebens. Man rief nach dem Wirt, aber keine Antwort erfolgte. Im Hause blieb es mäuschenstill. »Die Faulenzer halten da drin wahrscheinlich ihren Mittagsruhe und liegen auf der Bärenhaut«, rief der Student. »Die wollen wir bald aus dem Schlaf wecken. Passen Sie auf.« Schnell holte er sein Terzerol aus der Tasche und lud es, trotzdem die Damen ihn flehentlich baten, nicht zu schießen. Einige von den dümmsten Kindern hielten sich die Ohren zu und fingen an zu weinen. »Rübezahl«, rief der Student, »öffne den Deckel!« Er schoss in die Luft. Da krachte als Echo ein furchtbarer Donner von allen Bergen herunter in das Tal und schien noch lange im Innern der Erde nachzurollen. Zugleich flog der Deckel der Terrine hoch in die Luft, stieß oben gegen einen Buchenast und fiel in Scherben auf den Felsblock herunter. In demselben Augenblick ertönte in den Felsen ein Chorgesang. Unsichtbare Stimmen sangen den Jägerchor aus dem Freischütz und aus weiter Ferne klang das Echo herüber, als würden viele Waldhörner geblasen. Vor Schreck fast versteinert saß die Gesellschaft auf ihren Moosbänken da und rührte sich nicht. Alle Augen richteten sich auf die wunderbare Terrine. Da sah man Kartoffeln und Rüben, schwarze Rettiche und Radieschen, Gurken und Zwiebeln bunt durcheinander darin liegen. Aber alles war roh und ungekocht, mit Haut und Blättern und Fasern daran, wie es eben aus der Erde herausgezogen war. 3. Kapitel: Eine Gemüsegesellschaft. Der erste, der das Schweigen brach, war der dicke Herr. »Das ist ja eine riesenmäßige Kartoffel, die da oben aufliegt«, sprach er. »Solche Exemplar habe ich noch in keinem Buche der Kochkunst beschrieben oder abgebildet gesehen.« Eben langte er mit der Gabel nach der Kartoffel hinein, als diese sich hoch aufrichtete und ihm ein fürchterliches Gesicht schnitt. Der dicke Herr ließ vor Angst die Gabel fallen und fuhr, soweit er konnte, auf seinem Sitze zurück. Aber nicht bloß die eine Erdfrucht, nein, alles Übrige in der Terrine wurde lebendig. An dem Gemüse keimten die Wurzeln und Fasern heraus und wurden Arme und Beine. Alle die verschiedenen Knollen und Warzen, die an den Kartoffeln zu sehen, schwollen an und wurden Augen, Nasen, Backen und Lippen. So sprangen sie eine nach der anderen auf den Rand der Terrine
und von da auf den steinernen Felsentisch. Ihnen folgten die schwarzen Rettiche als kleine dunkle Kärchen und mit dünnen Beinchen, die Gurken und Zwiebeln als Weiberchen, die Radieschen als Kinder. Bald waren sie alle aus der Terrine herausgeschlüpft und krabbelten lustig auf dem Felsblock herum. Von neuem erklang der wunderbare Gesang in der Luft. Da sprotzten und wuchten auf dem Steintisch Moos und Gras, Farnkräuter und Blümchen zusehends auf und bildeten für das kleine närrische Volk einen allerliebsten Wald und Garten mit schattigen Bäumchen. Die wunderbaren Leutchen schienen sich darunter ganz behaglich zu fühlen. Sie taten gerade wie große Menschen. Sie begrüßten einander wie alte Bekannte und unterhielten sich über das schöne Wetter, über die Gegend und über allerlei Lustbarkeiten, die sie sich machen wollten, und benahmen sich so fein und anständig wie die gebildeten Personen. Nun flogen auch noch aus der Luft Käfer, Fliegen und Mücken in den eben gewachsenen Garten hinein, setzten sich da auf Zweige und Ästchen und sangen den Kleinen ihre Lieder vor, wie die Vögel es den Menschen zu tun pflegen. Und die Kartoffelherren, die Rübendamen und die Radieschenkinder hörten ihnen mit Wohlgefallen zu. Die große, wirkliche Menschengesellschaft war vor Verwunderung ganz verstummt. Und man sah und horchte nur und vergaß darüber Hunger, Durst und Müdigkeit. Es war aber auch gar lustig anzusehen, was die kleine Welt da unten alles trieb. Die Kartoffel- und Rettichmännchen hatten sich von den anderen abgesondert und nach einer Seite des Steintisches hin zurückgezogen. Von einem Haufen dürrer Fichtennadeln, der da lag, nahm jeder eine auf und steckte sie in den Mund. An einem Glühwürmchen, das dicht dabei in einem dunklen Loche leuchtete, zündeten sie ihre Fichtennadeln an und rauchten mit großem Wohlbehagen, als wären es die feinsten Zigarren von der Welt. Einige von ihnen nahmen das große Blumenblatt einer wilden Rose in die Hände und studierten darin, als wäre es eine Zeitung. Die anderen setzten sich vier und vier unter den Schatten eines Farnblattes. Ein junger Rettich brachte große Pakete von Schledernblättchen herbei. Die wurden verteilt und damit Karten gespielt, wie man es in unseren Gesellschaften zu tun pflegt. Von Zeit zu Zeit kam dann auch wohl ein Radieschen herbeigetrippelt und reichte in Blütenkelchen Pflanzensaft herum. Das war der Wein, den die kleinen Spieler tranken. Auf der anderen Seite des Felsblockes versammelte sich dagegen eine allerliebste kleine Damengesellschaft. Die Wirtin war eine schöne rote Möhre mit ihren zwei jungen Töchtern, einem gelben und einem weißen Rübchen. Der Kopfputz der drei Dämchen war besonders zierlich. Feine Rübenblättchen hingen als Schleier ihnen über die Schultern herunter. Nun kamen allmählich die anderen Kaffeegäste. Zuerst eine große, dicke, saure Gurke mit sechs schlanken Pfeffergurken. Das waren ihre Töchter. Dann drei Zwiebelschwestern, die waren elegant gekleidet in rot und gelb schillernden Kleidern. Sie hatten einen Reifrock über den anderen angezogen, auf dem Kopfe grüne Federn. Das sah recht stolz und vornehm aus. Darauf erschienen Schwarzwurzeln, Zunderwurzeln und Rübenfamilien aller Art und mit ihnen eine ganze Schar rotbäckiger Kinder, frische junge Radieschen mit weißen Strümpfchen und Schuhen. Nach vielen Knicken und Begrüßungen setzte sich die Damengesellschaft unter eine hübsche dunkle Mooslaube. Da stand das Kaffeegeschirr in Bereitschaft, so fein wie die Kaiserin von China und die Kronprinzessin von Japan es nicht feiner haben können. Rote und weiße Fingerhutblüten stellten die Kaffeekannen vor. Maiglöckchen die Tässchen und die Unterschälchen waren Erdbeerblüten. Nun holten die kleinen Damen auch ihre weiblichen Arbeiten hervor. Mit blanken Dornen häkelten und strickten sie aus Spinnenweben Strümpfchen und Kinderhäubchen. Die Arbeiten gingen von Hand zu Hand und wurden viel gelobt und bewundert. Überhaupt war die Unterhaltung der Gemüsegesellschaft im Anfang so artig, dass es eine Lust war, ihr zuzuhören. Besonders machten die Zunderwurzeln ungemein höfliche, süße Redensarten und die Zwiebelschwestern machten ihre Witze dazu, die allgemein belacht wurden. Aber das hielt leider nicht lange vor. Man fing bald an, einander zu necken und sich allerlei übel zu nehmen. Die Zwiebeln wurden scharf und beißend, die Pfeffergurken bitter. Die große Gurkenmadame machte immer saurere Gesichter und die roten Rüben wurden vor Ärger darüber noch viel röter, als sie es schon von Natur aus waren. Am empfindlichsten
waren die sanften, zarten Zunderwurzeln. Ihnen trat sogar bei den beißenden Witzen der Zwiebeln das Wasser in die Augen. Auf der anderen Seite des Felsblocks war es indessen die Herren Kartoffeln bei ihrem Spiel in Zank und Streit geraten. Über den Ärger gingen ihre Fichtenzigarren aller Augenblicke aus. Das Glühwürmchen hatte viel zu tun, um sie immer wieder von Neuem anzuzünden. Höchst wunderlich war es anzusehen, wie die verschiedenen Leidenschaften sich in den verschiedenen Kartoffelgesichtern äußerten. Neid, Habsucht und Schadenfreude trieben große Beulen in den schon von Natur nicht schönen Zügen der dickköpfigen Leutchen bald hier, bald da heraus. Manche platzte sogar vor Ärger die Haut. Der dicke Kartoffelherr schnupfte im Zorn fortwährend Pfeffer aus dem Salz- und Pfefferfasse, welches zufällig neben ihm stand. Und zuletzt warf ein langer Rettich das Kartenspiel, das er in den Händen hatte, ärgerlich auf den Tisch, sodass sie alle die 52 Blättchen lustig vom Winde durch die Luft geweht wurden. Unterdessen hatte die rotbäckigen Kinderchen, die Radieschen, in einem Heidetraumwalde blinde Kuh und Kämmerchen vermieten gespielt. Aber auch da war es nicht in Ordnung hergegangen. In kurzer Zeit war ihnen die Sache langweilig geworden. Sie hatten nun Ritter und Räuber zu spielen versucht. Aber das Spiel artete bald im wirklichen Kampf aus und sie fielen sich recht ernstlich in die Haare. Es dauerte nicht lange, so waren ihre grünen Mützchen mit den langen Federn zerrissen und zerzaust. Zuletzt wurden einige noch gar von ein paar großen Schnecken gebissen. Aber das war die gerechte Strafe für ihren Vorwitz, denn sie hatten die gutmütigen Tiere aufs Äußerste geneckt und gereizt. So lag die kleine Welt in allen Ecken in Kampf und Streit. Da läutete plötzlich eine große blaue Glockenblume 4 Schläge. Die Blume stand hoch mitten auf dem Felsblock, gerade wie ein chinesischer Glockenturm. »Da schlägt es 4 Uhr«, sprach der älteste Herr Kartoffel. »Ich denke, meine Herren, wir heben das Spiel auf und machen unsere Landpartie. Liebster Schatz«, rief er seine Frau, der sauren Gurke, zu, die an der anderen Seite des Felsblocks saß. »Es ist die höchste Zeit, aufzubrechen.« Die Gurke und mit ihr die ganze kleine Gesellschaft, Herren und Damen, erhoben sich von ihren Sitzen. Zank und Streit wurde vergessen, die Radieschenkinderchen wurden herbeigerufen und man trat die Promenade an. »Aber wer wird uns führen?«, fragte die Mohrrübe. »Ich«, rief der junge schwarze Rettich, der schon früher sich sehr eitel und anmaßend angezeigt hatte. »Ich kenne hier jeden Weg und Steg, und wenn Sie den Rübezahl selbst als Führer annehmen wollten, der könnte Sie nicht so sicher führen.« Die Gemüseleutchen schienen nach langen Hin- und Herreden mit den Vorschlägen des Rettichs einverstanden zu sein. Der Rettich nahm ein Binsenstöckchen, band ein grünes Pflänzchen daran und schwang es als Fahne hoch empor. Ihm folgten die übrigen, einer hinter dem anderen, und so ging der Zug über die Erhöhung und Vertiefung des Steinblocks unter dichten Heidelbeerbüschen fort, bis er endlich ganz von den höheren Kräutern verdeckt wurde. Man konnte aber deutlich die feinen Stimmchen der kleinen Leute unter der grünen Pflanzendecke vernehmen. Zuerst sangen sie allerlei Lieder, dann wurde es stiller, aber später schien auch da unten wieder neues Gezänk auszubrechen. 4. Kapitel: Der geheimnisvolle Holzbauer. »Jetzt wollen wir die kleine Gesellschaft auf einige Zeit ruhig wandern lassen und wieder zu unseren großen Leuten zurückkehren.« Die saßen um den Steinblock herum wie im Traume. Keiner wagte, nach dem anderen, was er eben gesehen hatte, ein Wort zu sprechen. Ein junges, naseweißes Mädchen konnte endlich nicht länger schweigen. »Viktor«, flüsterte sie ihrem kleinen Bruder ins Ohr, »Viktor, hast du wohl gesehen, dass eine Radieschen da unten, das so ungezogen war und dem anderen beim Spiel immer seine langen Beine in den Weg streckte, das sah doch gerade aus so wie du. Und die eine Pfeffergurke«, sagte der Bruder ebenso leise, »die so krumm und einwärts ging und ihre Geschwister immer hofmeistern wollte, wem mag die wohl ähnlich gesehen haben?« Das Mädchen wurde rot bis an die Ohren, der Student aber war vor Ärger und Beschämung ganz blass geworden. Er merkte es wohl, dass der lange schwarze Rettich in Mienen, Worten und Gebärden seine Anmaßung lächerlich machte. Am liebsten hätte er in seinem Grimm den Rettich gleich gepackt und ihn mit Haut und Haar aufgegessen. Aber das war unmöglich, denn er fühlte all seine Glieder wie durch eine Zaubermacht gelähmt und gefesselt. Seinem Ärger in Worten Luft zu machen, das wagte er nicht,
weil er fürchtete, man würde ihn dann erst recht verhöhnen und auslachen. Auch die anderen waren betroffen, denn jeder Einzelne hatte unter den Gemüseleutchen deutlich sein eigenes Bild wiedererkannt. Aller Blicke folgten dem Geräusch unter der Pflanzendecke. »Da kommen sie wieder, da sind sie«, rief die ganze Gesellschaft wie aus einem Munde. Und richtig, der Zug der Gemüseleutchen trat wieder ans Tageslicht hervor. Aber wie traurig sahen sie jetzt aus. Der schöne Kopfputz der Rüben war geknickt. Die Zwiebeln hoben ihre seidenen Kleiderchen, so viel es immer nur anging, in die Höhe, so dass man alle bis die vielen Reifröcke darunter deutlich sehen konnte. Aber die Kleiderchen waren zerrissen und die weißen Reifröcke voller Schmutz. Die alte Gurkenmadame musste sich von zwei kräftigen Kartoffeln führen lassen, so matt war sie. Und die Rettiche und Möhren trugen die weinenden Radieschen mühselig auf den Arm oder auf dem Rücken. Gerade an der Stelle, wo der Zug aus dem Grün hervorgekommen war, lag ein großer runder Kieselstein. Jetzt sah man, wie die Gemüsegesellschaft sich um den Stein lagerte und nach Erquickung rief. Da sprang ein Eichkätzchen herbei. Das trug eine große Nuss in den Pfötchen. Die setzte es auf den Kieselstein und sprang wieder fort. Nun sollte die Nuss geöffnet werden. Die Kartoffeln, die Rüben, die Zunderwurzeln, alles versuchte daran seine Kräfte. Aber jede Mühe war vergebens. Wie der Student es vorhin mit der Terrine versucht hatte, so tat es jetzt der Rettich mit der Nuss. Zuletzt sah man, wie er eine Knallschote in die Hand nahm und sie wie eine Pistole hoch in die Luft hineinstreckte. »Rübezahl«, rief er und drückte die Knallschote ab. Krach, prasselte es ringsherum von allen Bergen wie 100 Donnerschläge ins Tal herunter. Der wirklichen Menschengesellschaft vergingen die Sinne. Alle sanken betäubt von den Moosbänken zu Boden. Erst nach längerer Zeit erwachte der dicke Herr. Er fühlte, dass jemand ihm am Arm rüttelte und richtete sich auf. »Aber um Himmels Willen, so stehen Sie doch auf«, rief ihm eine bekannte Stimme zu. »Die Sonne geht bald unter und wir müssen doch bei Zeiten ins Nachtquartier.« Der dicke Herr sah hinauf zu dem Mann, der ihn geweckt. Es war einer der Kutscher, der die Gesellschaft heute gefahren hatte. Ganz verwundert blickten sich die beiden an und wussten im Anfange nicht, was sie sagen sollten. Nach und nach erwachten auch die übrigen aus ihrer Betäubung. Man rieb sich die Augen wie nach einem langen Schlaf voller bunter Träume. Und siehe da, da waren keine Moosbänke mehr und kein Felsblock. Mit allem, was darauf geblüht und gelebt, gespielt und sich gezankt hatte, war der Steintisch in die Erde versunken. Auch drüben das Haus des Holzbauern und weiterhin im Tal die Erdbrücken mit der Gemüsepflanzen drauf, all das war verschwunden. Im Übrigen aber sah es ringsherum noch so aus wie vorher. Nur der Boden des Tales war jetzt eine einfache grüne Wiese, eben und glatt und mit hohem, weichem Grase bewachsen. Allmählich kam dem Betäubten auch die Sprache wieder. Wie erfreut waren sie, den Kutscher hier zu sehen. Man drückte ihm die Hände, man überschüttete ihn mit Fragen, er sollte berichten, wie er hergekommen, wo die Wagen ständen, wo man denn eigentlich hier wäre und dergleichen mehr. Zuerst wusste der Kutscher nicht, was er von den Leuten denken sollte. Es schien ihm fast, als hätten sie zu viel Wein im Kopf. Man sagte, man habe sich verirrt gehabt und das beruhigte ihn endlich. Er berichtete nun, die Wagen ständen nicht weit von hier, etwa eine Viertelstunde Weges hinter dem Berge, und zwar an demselben Platz, wo man heute am Morgen ausgestiegen war. Die Herrschaften müssten also wohl ziemlich im Kreise herummarschiert sein. Er selbst und seine Kameraden hätten von Stunde zu Stunde auch die Gesellschaft erwartet und wären zuletzt schon ganz in Angst um sie geraten. Da sei denn vor einem halben Stündchen ein alter Holzbauer mit pfiffigem Gesicht des Weges dahergekommen und habe im Vorübergehen ihnen zugerufen, »Kutscher, ihr wartet wohl auf eure Herrschaften, die liegen in guter Ruhe gleich hinter dem Berg im Grase und schlafen.« Der Bauer sei darauf weitergegangen. Da hätte er selbst sich aufgemacht, wäre auf dem nächsten Fußweg hierher gelaufen und habe es richtig so gesehen, wie der Bauer gesagt hatte. Der Kutscher hatte seinen Bericht beendet. In viele Worte sich weiter einzulassen, dazu war jetzt keine Zeit. Bald gelangte man, von jenem geleitet, zu dem Wagen hin, stieg ein und kam noch gerade vor Einbruch der Dunkelheit im Nachtquartier an.
Von dem Abenteuer und den Mühsalen des Tages ermattet, hungrig und wie zerschlagen, waren alle mit der ärmlichen Herberge, in die man einkehrte, überglücklich. Und das einfache ländliche Abendbrot, das man dort erhielt, schmeckte ihnen so köstlich, wie ihnen noch nie die leckerste Mahlzeit gemundet hatte. Nun kam auch jedem die alte Lustigkeit zurück, und man besprach sorglos die wunderbaren Begebenheiten, die man erlebt. Zuletzt brachte sogar der dicke Herr mit dem roten Gesicht bei einigen Flaschen Grüneberger Wein die Gesundheit des Berggeistes aus, der jedem von ihnen seine Schwächen und Fehler so ergötzlich vorgeführt hatte. Denn wer konnte der alte Holzbauer wohl anders gewesen sein als der Berggeist Rübezahl? Und so nahm ein jeder von dieser Luftfahrt eine gute Lehre für sein ganzes Leben mit. Vor allen anderen aber der Student. Jede Anmaßung und Eitelkeit hat er seit jenem Tage abgelegt. Kam ihm später auch bisweilen die Versuchung an, in seine alten Fehler zurückzufallen, so brauchte er nur einen schwarzen Rettich anzusehen, und er war gleich wieder von den Fehlern geheilt.